Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, Bürgerinnen und Bürger, die möglicherweise heute oder in nächster Zukunft, vielleicht aber auch später, ich sehe Schülerinnen und Schüler dort oben sitzen, von dieser erhöhten Grunderwerbsteuer, die heute hier beschlossen wird, unsozial, wie sie ist, nicht profitieren werden, sondern belastet werden. Die Landesregierung wird von den Sie tragenden Fraktionen vor, ja, ich sag mal vorgeführt, möchte ich sagen. Klar, 400 Millionen Mehreinnahmen prognostiziert im Jahr 2015 und fortfolgende helfen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein, gleichen aber letztendlich die Verluste aus, die insbesondere auch dieses Desaster um die Beamtenbesoldung dem hehren Ziel des Herrn Finanzministers Folge trägt, dass er eigentlich 700 Millionen einsparen wollte. Es sind also am Ende nur um die 220 Millionen pro Jahr geworden. Da muss natürlich eine Steuererhöhung her. Was anderes fällt den rot-grünen Regierungsfraktionen offenbar nicht mehr ein. Es fällt ihnen insbesondere nicht ein, trotz des Votums von 21 von 23 Sachverständigen in sich zu gehen und gemeinsam mit ihrem ehemaligen Haushalt- und finanzpolitischen Sprecher dieses Gesetz in die Tonne zu kloppen und zurückzuziehen. Sie hätten die Möglichkeit dazu gehabt, über Wochen und Monate. Und offensichtlich gibt es in Reihen der SPD einige andere Kolleginnen und Kollegen, von deren namentlichen Erwähnung wir ja wahrscheinlich demnächst überrascht werden, also sprich gleich, im Rahmen einer Protokollnotiz oder was auch immer, die sagen, das ist nicht mehr Sozialdemokratie, was wir hier machen. Das entspricht nicht dem Finanzkonzept, welches die Sozialdemokratie im Lande Nordrhein-Westfalen tragen möchte. Ich habe allerdings noch nicht von Übertritten zu CDU, FDP oder Piraten gehört. Dazu wird es wahrscheinlich auch nicht kommen. Zu wenig scheint wohl, zu wenig Gewicht scheint dieser Gesetzentwurf zu haben. Und er hat es auch. Wie ich das eben sagte, Tropfen auf den heißen Stein. Gleichzeitig stellt sich der Finanzminister immer wieder gerne vor jedes Mikrofon und verdammt die Steuervermeidungsstrategien von großen Unternehmen, Konzernen. Und im eigenen Land, vor der eigenen Tür, kehrt er nicht. Er lässt es zu, obwohl im Aufsichtsrat von Portigon sitzend, dass Portigon die Herzog-Terrassen, sprich das ehemalige WestLB-Gebäude oder die ehemaligen WestLB-Gebäude, an einen amerikanischen Investor, an einen der größten und wenn nicht gar den größten Investor weltweit verkauft, mit der Folge, dass dieser in Nordrhein-Westfalen keine Grunderwerbsteuer bezahlen muss, aufgrund der nach dem Grunderwerbsteuergesetz möglichen sogenannten Share Deals. Nicht nur dort. Auch andere landeseigene Betriebe haben diese durchaus legalen Steuerschlupflöcher genutzt. Allerdings muss man sich fragen, ob dann, wenn Aufsichtsgremien der Landesregierung oder beziehungsweise wenn dann Aufsichtsgremien dieser Unternehmungen des Landes, die Landesregierung beteiligt ist, ob man dann dem, was hier oftmals gesagt wird, noch Glauben schenken kann. Ich sage nein, denn bisher ist im Hinblick auf das Stopfen von Steuerschlupflöchern in der Bundesrepublik Deutschland auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen nicht viel passiert, bis gar nichts. Und auch die im Beratungsverfahren angeklungene, aufgrund von, durch die Landesregierung oder Rot-Grün nach vorne gebrachte Eliminierung von Red-Blockern hat eben nicht dazu geführt. Zwar wurde das Gesetz 2013 geändert, das Grunderwerbsteuergesetz, allerdings wurde dann eine andere Variante gewählt, die im Prinzip denselben steuerlichen Effekt hat, von dem ich eben berichtet habe. Die Position der Piratenfraktion in Nordrhein-Westfalen ist eindeutig. Wir lehnen diese Grunderwerbsteuererhöhung ab. Solange Steuerumgehungsmöglichkeiten nach dem Grunderwerbsteuergesetz, insbesondere § 1 Absatz 2a und 6a des Grunderwerbsteuergesetzes, nicht eliminiert worden sind, lehnen wir sie weiterhin ab. Und zwar so lange, wie wir nur von Lippenbekenntnissen hören. Der Entschließungsantrag von Rot-Grün ist ja insofern bezeichnend, als er in seiner Ziffer 2 immerhin die Eliminierung der sogenannten Share Deals von der Landesregierung fordern möchte.
diesem Teil des Antrags stimmen wir gerne zu. Insofern hatte ich gestern bereits gesplittete Abstimmung beantragt. Den anderen Teil, da werden wir uns enthalten. Was den heute hier vorliegenden Antrag der FDP angeht, Entschließungsantrag der FDP, werden wir diesem, da er unserem außerordentlich ähnlich ist, selbstverständlich zustimmen. Im Übrigen empfehle ich meiner Fraktion eben, wie gesagt, die Grunderwerbsteuererhöhung für das Land Nordrhein-Westfalen abzulehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht der Minister Dr. Walter Borjans.